Moin, hallo und willkommen zurück zu 9 Clues oder die 9 Hinweise. Das Geheimnis von Serpent Creek oder The Secret of Serpent Creek. Wir haben gerade die Detektivfolge hinter uns gebracht, beziehungsweise in der Episode davor. Und die Person müsste sich im Spind befinden. Ich bin ja mal gespannt. Ach krass, jetzt muss ich hier doch wieder, okay. Oh je. Nutze unten die Tasten, um den Schlossmechanismus zu knacken und allen Schlangenköpfen eine grüne Farbe zu geben. Echt jetzt? Jetzt geht das wieder los. 2 nach links oder rechts und... müsste 2 nach rechts. Das war schon mal falsch. Ach, das ist, okay. Kann ich 3 gehen? Jo, jetzt habe ich das Problem, aber das geht hier wieder nicht. Jetzt geht das. Das ist schon wieder so eine Sache. Ich muss nochmal 3 zurückgehen. Und dann 2 nach links. Jetzt habe ich Mist gebaut. Ich muss mal nach rechts. Okay. Oh no, I was right! And I recognize the victim. It's Joe, Helen's co-worker. Der sieht definitiv nicht mehr gesund aus. So eine Schweinerei. These are Joe's keys. Let's see what's in that van outside the hotel. Halte dich vom Leuchtturm fern. Beende deine Geschichte und verschwinde dann so rasch wie möglich von hier. Ein Freund. Der Ausdruck besteht, dass Joe Helens Kollege beim Magazin ist. Das Tonband ist weg. Konnte er etwas aufnehmen? Autokennzeichen, vermutlich vom Lieferwagen vor dem Hotel. Tja, mein Freund, du hast es leider nicht mehr geschafft. Ein Wimbledon-Spiel. Was suchen denn an? Aschenbecher, kleine Zange und Waageheber? Aschenbecher. Kleine Zange. Eine Spinne. Was brauchen wir denn noch? Ein Beil. Haben wir hier. Ein Spray. Müsste hier drüben irgendwo stehen. Schutzbrille. Drehkreuz Halsband. Ist das ein Halsband? Das ist ein Halsband. Ein Apfel. Ein Apfel hier. Wo ist denn hier ein Apfel? Da ist eine Brille. Da ist ein Apfel. Ein Drehkreuz ist hier hinten. Ein Spray. Hier. Der Wagen hier, wo ist denn der? Den sehe ich jetzt gerade mal gar nicht, muss ich zugeben. Ein Hammer, hier ist ein Teil von einem Hammer. Wo ist der Rest vom Hammer? Das sind Kugeln. Ich sehe gerade den Rest vom Hammer nicht. Da unten. Okay, ein Funke. Eine geladene Batterie, damit kann man etwas in Gang bringen. Okay. Ich muss jetzt irgendwie... Da ist noch ein Minuspol. Das ist aber sehr ungesund. So, wo ist der Waageheber jetzt? Den sehe ich nämlich gerade nicht. Ist das ein Waageheber? Das ist ein Waageheber. Okay. Ich nehme den Waageheber mit. Wofür? Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Serpent Creek Nachrichten. 15. September 1950. Das ist 3 Jahre her. Das Festival von Bürgermeister Braminus belebt Serpent Creek. Ein Einbrecher im Museum gefangen. Keine Ausstellungsstücke wurden gestohlen oder beschädigt. Bürgermeister Braminus hat für die Stadt wohl eine ganze Menge Gutes getan. Okay. Ich gehe mal zum Hotel zurück. Guck mir den Wagen mal an. Ein Seil. Ein weiß ich nicht was. Ein Alien. Was ist das für ein Ding? Es sieht nicht menschlich aus. Das ist verrückt. Joe macht eine Aufnahme von einer Art Kreatur. Wir müssen sie sofort an den Hausgeber schicken.
Das war alles. Ich habe mir einfach die Sachen rausgenommen und jetzt lasse ich das Ding hier offen, oder was? Ein Wagenheber. Ein Abschleppseil. Was muss ich denn jetzt abschleppen hier? Oder wen muss ich jetzt abschleppen? Kann ich das nicht mal mitnehmen, das Stück hier? Das Stück sonderbaren Hemdes. Nee, da geht's nicht weiter. Ich muss jetzt mir das angucken. Okay. Wenn ich diese Laternenmast kippen könnte, würde er auf die andere Seite fallen und eine Brücke über den Graben bilden. Dann nehmen wir den Wagenheber. Bitteschön. Los geht's. Und schon haben wir eine Brücke. Das ist zu weit, um da hinüber zu springen. Könnte ich bloß irgendwie eine Art Brücke zur anderen Seite errichten? Jetzt. Well done. You seem to be full of surprises. What? A dead body? Goodness. This is truly shocking. You need to inform the sheriff immediately. And I must make some arrangements. Please, make haste. Der Typ ist doch nicht ganz koscher, Mann. Alarmieren der Behörden. Okay. What is she doing? She doesn't look well. Finde drei Hinweise, die mit deiner Ermittlung in Verbindung stehen. Sub Creek, Langeweile AD. Das Schlangenmuseum bietet Ihnen beste Unterhaltung. Erfahren Sie mehr über den Ursprung der Schlangen und ihre Mythologie. Besuchen Sie den Leuchtturm der Stadt, um eine fantastische Aussicht zu genießen. Sub Creek scheint ein seltsamer Ort für einen Besuch zu sein. Bei diesen Zapfern erhält man das schwarze Mamba-Getränk. Genau das Zeug wollen wir nicht haben. Probieren Sie unser berühmtes schwarze Mamba-Getränk. Köstlich. Zwei zum Preis von einem. Wir alle werden unseren liebenswürdigen und fürsorglichen Bürgermeister vermissen. Ein Bürger von Sutton Creek. Erinnerung an den Bürgermeister von Sutton Creek. John Mathieu. 21. Januar 1980 bis 8. April 1950. Ich werde die Arbeit von Bürgermeister Mathieu tatkräftig fortsetzen. Alistair Braminus. Bürgermeister Braminus hat sein Amt wohl vor 3 Jahren nach dem Tod seines Vorgängers angetreten. Sie sieht erschöpft aus, armes Ding. Da ist er. Hat da gerade irgendwer Welcome gesagt? Hattest du schon mal das Gefühl, dass dich jemand von etwas fernhalten möchte? Wegen Reparaturarbeiten geschlossen. Okay. Zum Museum. Na, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Come back later. I need to tidy my stall and feed my lousy cat, Rebo. Okay. Ach du meine Güte, Schraubendreher. Ein Schiff im Glas. Wo ist denn hier ein Schiff im Glas? Ein Holzhammer. Da. Eine Glühbirne. Da. Eine Schnecke. Eine Schachtel. Eine Schachtel mit 3 Ecken. Da ist ein Schiff drin. Eine Granate. Was? Da hinten. Ein Kelch. Ist hier. Ein Stern und ein Fisch. Ein Stern und ein Fisch. Ist denn... Da ist ein Stern. Und wo befindet sich jetzt der Fisch? Ich sehe gar keinen Fisch. Merkwürdig. Ein Würfel muss ich noch finden. Was ist das denn hier? Oh. Bonbon. Eine Süßigkeit, okay. Jetzt brauche ich noch eine Schachtel. Ist da hinten eine Schachtel oder so? Nein. Eine Stimmgabel. Ich finde es gerade nicht. Was brauchen wir denn noch? Einen Würfel, einen Fisch und eine Schachtel. Das sieht für mich nach einer Schachtel aus hier. Wobei, ja, könnte auch eine Dose sein oder so. Wäre für mich aber trotzdem eine Schachtel eigentlich. Da ist ein Würfel. Okay, jetzt müssen wir noch eine Schachtel und einen Fisch finden. Wo ist denn hier ein Fisch versteckt? Ist der irgendwo aufgezeichnet oder liegt der hier so irgendwo rum?
sehe nämlich gerade keinen Fisch. Da ist ein Fisch. Ziemlich groß, sagte er und hat dann gleich gefunden. Okay, eine Schachtel brauche ich jetzt noch. Eine Schachtel. Schachtel, Schachtel. Ich sehe jetzt keine hier. Nö. Eine Schachtel. Wo will ich eine Schachtel verstecken? Die müsste sichtbar sein, die Schachtel, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, sie liegt wieder irgendwo dran, wo ich nicht so schnell hingucke. Oder doch hingucke und es trotzdem einfach nicht sehe. Das ist aber keine Schachtel hier. Das ist ein Korkenzieher. Ein Korken. Eine Schachtel. Ich sehe keine Schachtel, ehrlich gesagt. Vielleicht bin ich blind. Ach, ein Schachtteil. Mann, ich kann auch nicht lesen. Ende 3 Wimmelbildrätsel ohne Tipp. Ja. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Was haben wir hier? Keine Zeit für eine Schnäppchenjagd. Ich muss zur Straße. Sheriff, are you there? We have an emergency. I can hear you snoring. Please, open the door. Open up, you drunkard. And fix your blasted doorbell. This is not good. Sheriff Wilson is... He cannot hear me knocking. What's worse? The doorbell is not working. I need to contact the state police. Please, try to reach Sheriff Wilson on my behalf. I would be more than obliged. Now, if you'll excuse me... Der Typ ist doch irgendwie ganz strange. Lass mich gerade, das Auto ist explodiert. Kein Wunder, dass sie nicht klingelt. So ein Mist. Ich muss die Tür kleben und Schrauben an der Wand befestigen. Na, so ein Pech aber auch. Jetzt muss ich Schrauben finden, oder was? Man kann doch auch so drücken. Das ist aber eine riesige Schraube. Leseratte liest 3 Zeitungen. Seven Creek Nachrichten. Freitag, der 12. September 1953. Einbruch in das Museum. Die verwirrte Frau, die beim Einbruch in das Schlangenmuseum ertappt wurde, ist die Reporterin des Magazins sagenhaft. Die Polizei gibt keinen weiteren Kommentar ab. Ich kann einfach nicht glauben, dass Helen in ein Museum eingebrochen ist. Allerdings ist sie auch Reporterin. Okay. Ich habe eine Schraube gefunden. Das reicht aber nicht. Ich brauche 2 Schrauben. Damn it. Ist aber auch nichts mehr, was ich noch machen kann, ne? Nee. Wo würde ich denn... Was ist denn da eigentlich los? Nee, da kann ich nichts gucken. Okay. Gibt es hier noch irgendwas zu gucken? Wir werden erstmal das Seil hier befestigen. Thank you for your help. If it weren't for you, I would have met my death most unwillingly. You must forgive me for not being able to repay you. Nevertheless, I still have to alarm the police about the dead body. You will do me a great favor if you try to contact the sheriff. After all, he is the authority in Serpent Creek. Da geht er dahin. Wie ist er denn gefahren, Mann, dass er da so komisch... Achso, die Leitung ist... Moment, bin ich gerade doof? Der ist da durchgelaufen? Wie geht das denn? Ich komme noch nicht vorbei, solange das Kabel unter Strom steht. Echt jetzt? Jetzt soll ich im... Au, er ist ernsthaft. Ich würde doch hier nicht ins Auto steigen, Mann. Übereilen uns mal ein bisschen Nummernschild. Wenn ich denn jetzt ein bisschen Aschenbecher... Chloroform? Was? Ne, das ist... Kanister, okay. Chloroform ist... das Zeug.
Ein Eiskratzer ist gar nicht zu sehen. Ein altes Boot, eine Schraube. Die Schraube brauche ich noch. Wo haben wir die Schraube? Wie fährt er überhaupt durch die Gegend hier? Eine Schaufel, nicht hier. Was ist das überhaupt für ein Auto, Mann? Was ist das hier? Das ist ein Eiskratzer. Ein Gehirn liegt hier auch mal eben. Gehirnfrost. Das gibt dem Gehirnfrost wirklich eine ganz neue Bedeutung. Ein Hut. Wenn der gleich wegspringt, dann ist hier nur der Mann. Da ist ein Hut. Eine Axt ist da. Wer fährt denn so durch die Gegend, bitteschön? Wo finde ich denn hier überhaupt ein altes Boot? Ich sehe hier nämlich kein altes Boot. Und ein Eiskratzer. Ein altes Boot und ein Eiskratzer. Da hängt noch so eine halbe Hand dran hier. Hat er sich die Hand abgeschlagen oder was? Ein halbes Boot? Ich sehe kein halbes Boot. Oder ein halbes Brot? Nee, ein altes Boot. Hier sind noch Chips. Tja, wo haben wir denn? Das sieht auch nach Zündkerze aus oder sowas. Würfel. Da ist ein Eiskratzer. Und jetzt suche ich dieses alte Boot. Das ist doch falsch übersetzt, glaube ich, oder? Ein altes Boot. Ein altes Boot, ein altes Boot. Wo ist denn ein altes Boot? Da draußen bestimmt nicht. Kann ich irgendwas aufmachen? Nein. Das ist ein Helm. Ich soll hier ein altes Boot finden. Gehen wir eine Reihe nach Baseballschläger. Das ist keine Ahnung, was das ist. Das sieht nach einem Feuerlöscher aus. Eine Batterie, ein Seil. Das könnte eine Tasche sein. Eine Hand. Ein Aufziehschlüssel. Zündkerze. Würfel. Zange, Öl. Da ist ein Vogel. Pinsel. Das ist, gute Frage, was ist denn das? Ein Säbel? Nee, ein Säbel ist nicht ein Degen vielleicht oder so. Zahnriemen. Das könnte ein Backstein oder irgendwas sein. Hier so eine Schraube, ein Schuh, ein Skelettkopf. Ein Helm, da war das Gehirn drin, ne? Ich weiß nicht, was ich anklicken soll. Ein altes Boot. Ist es hier irgendwo eingeritzt oder so, das alte Boot? Oder taucht das da unten auf, ohne dass ich das sehe? Nö. Ein altes Boot. Es steht echt ein altes Boot dran. Ist hier wohl eine Postkarte mit einem alten Boot drauf, vielleicht? Ich fühle mich hier ein wenig unwohl in dem Auto. Aber ich würde sagen, ob ich das alte Boot noch finde, sehen wir in der nächsten Episode. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.